Nun denn, meine lieben Freunde, ja, lange, lange hat's gedauert, aber damit sind wir noch in Folge 260 des Minecraft Let's Plays. Und wir haben zwar nicht annähernd so lange durchgehalten wie der gute Gronkh, aber trotzdem wollen wir nochmal durch diese Welt laufen. Wie ihr jetzt nach diesem Video sehen werdet, geben auch der Philipp und der René ihre Meinung zu der Welt ab. Ich tue das jetzt in einer Live-Version, weil, weiß ich nicht, weil ich dran bin, mich dazu verpflichtet fühle. Zunächst mal sind wir hier in unserem wunderschönen Haus. Da erinnere ich mich noch, wie das alles angefangen hat. Hier oben der Terrassenbau und so weiter. Da hatte ich die tollsten Pläne, die dann der Philipp und der René allesamt in den Haufen geworfen haben. Hier war immer die Modkiste. Also das wird jetzt so eine kleine Anekdotenrunde, um es ehrlich zu sagen. Dann in diesen Kisten herrschte auch immer Unordnung. In den Öfen war immer noch irgendwas drinne. Ach, schöne Zeiten. Ja, nochmal die Treppe runter in die Küche. Die hat auch ganz klein angefangen. Da, der Mülleimer, den hat der René noch mühevoll gebaut. Das ist ein Wasserklotz, den wir sehen können. Normalerweise gehört noch ein riesen Konstrukt darunter. Also für dieses eine Ding hier verhältnismäßig riesig. Dann hier die Treppe. Das sah auch alles mal natürlich anders aus. Weiß nicht. Die To-Do-Liste hing mal da und so weiter. Ihr wisst es bestimmt noch. Das Bett, für das wir so kämpfen mussten mit den Schafen, da kommen wir nachher nochmal zu. Der Raum der puren Unordnung, wo hier immer Öfen rumstanden, weil der Philipp zu faul war, die wegzubauen. Da unten, die von mir nicht ein einziges Mal mit dem Arsch angefasste Bereich zum Enchanten und zum Brauen. Das alles hat sich hier drin verborgen. Und das Netherportal, das hässlichste Netherportal, was ich je gesehen habe. Das haben wir ja auch in der Let's Play-Welt aufgebaut. Klasse Sache. Im Nether könnten wir auch nochmal hinreisen, tun wir jetzt aber nicht der Zeit halber. Da haben wir damals noch den Bettversuch gestartet mit mir. Was für mich auch eins der Highlights war übrigens. Also habe ich mich im Nether pennen gelegt und dann ist mein Bett explodiert. Und das ist zweimal passiert, beim zweiten Mal war ich tot. So, hier unten, wie ihr vielleicht noch wisst, da geht's runter in eine Mine, die ich auch nie betreten habe, mit der ich nichts anzufangen weiß. Und da ist die Leiter des Todes, wo wir erst in der letzten Folge nochmal den Tod gefunden haben, bei dem Versuch, diese Schienenbahn hier richtig auszubauen. Wir haben es auch geschafft, aber wir haben dabei halt ein bisschen Leben verloren. Ja, da, apropos Leben, das hat man hier unten auch ganz oft verloren auf dieser Leiter. Da ist man mehr als einmal runtergestürzt. Immer wieder, jupaidi, jupaidu, hinabgefallen mit Elan. So muss das. Gut, habe ich eben nochmal reingeguckt in alte Aufnahmen, wie leer es hier eigentlich mal war. Also man konnte, hier war ja erstmal nur unser kleiner Quadratbau und hier vorne so ein Tümpeldingenskirchens. War auch sehr interessant und da war auch mal alles anders. Und da unten, da geht's zur Monsterfalle immer noch, nur war das mal der Einstieg und das ist auch wieder eins dieser Bauprojekte, die man angefangen hat und die dann ganz anders gelaufen sind. So, zur Landschaft kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich muss das halt ein bisschen schnell machen, denn wie gesagt, wir haben begrenzte Uploadzeiten. Übrigens ein geiler Wasserbaum, den wir hier haben. Warum der so ist, weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht war ich das sogar. In die Richtung sind der Philipp und ich, glaube ich, mal losgezogen. In einer einzigen LWT-Aufnahme, die wir dann auch schnell wieder gelassen haben. Es war lustig für uns, aber nicht für euch. Die umgebaute Schmiede war mal verlassen. Inzwischen führt ihr den Hauptweg lang Richtung der Bergbude. Ist auch ein klasse System, das wir hier aufgebaut haben. Weiß nicht mehr. Das war so ein Ding, wo ich mir mit den Design-Sachen überhaupt nicht klar war. Und am Ende ist es dann so entstanden. Warum nicht? Ich finde, es sieht immer noch recht schnieke aus. So, da oben die Bergbude, mit der verbinde ich persönlich ja auch nicht so viel, weil da hat der René sich die meiste Zeit drangesetzt und gewerkelt. Entschuldigung. Und nur diesen Wasserfahrschuh, den finde ich extrem cool. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube viel zu oft. Jetzt nochmal. Habe ich schon mal gesagt, dass der Wasserfahrstuhl cool ist. Und den schönen Blick. Also die Bergbude, die ist schon verdammt geil. Ich kann halt nur leider nichts damit anfangen. Aber die Umgebung kann man von hier oben schön beobachten. Die Farm, unser Haus, das Lagerhaus, die Schmiede da hinten, thront der Creeper King. Und man sieht die Erntemaschine sogar noch ein Stückchen weit. Die Bergbude an sich ja das Projekt vom René, was er lange Zeit betrieben hat, weil er... Ja, weil er gerade dazu Bock hat und weil ihm auch nichts anderes mehr eingefallen ist, weswegen er sich hier diese ganze Arbeit gemacht hat, mit Belohnung für sich selbst gewissermaßen, weil das sieht schon extrem schön aus. Nur ist es halt so ein Projekt, wie ich finde, was nicht hätte sein müssen, was allerdings ziemlich schön anzusehen ist. Und ich denke, hier oben wäre auch noch jede Menge Potenzial drin, da irgendwas Geiles draus zu machen, was wir auch brauchen können, weil
Es ist ja nicht so einfach, wenn wir jetzt mal so eine Show-Folge machen wie jetzt, das kommt aber nur alle paar Male vor, zum Beispiel bei Specials. Ansonsten ist das da oben natürlich ein Gebäude, was wir nicht brauchen. So, wo ich eben gesagt habe, mit der Bergbude kann ich nicht so viel anfangen. Hier rechts haben wir dann aber eine Sache, mit der ich unglaublich viel anfangen kann und will. Den Absturzort des lieben Philipp. Am liebsten würde ich ein Schild aufstellen. Habe ich gerade eins dabei? Nee, habe ich leider nicht. Aber das war einfach schön, wie der Philipp hier in seinen ersten 5 Minuten plopp mal eine schöne Arschbombe hingelegt hat. Klasse war das. Wenn ich da, weiß ich nicht, würde ich als eins meiner persönlichen Highlights benennen. Wenn es jemals wieder aufgenommen wird, das Minecraft Let's Play, was ich glaube, dann wird da auch ein Schild hinkommen. Versprochen. Könnt ihr euch jetzt schon mal darauf freuen. Minecraft 261, ein Schild für Philipp. Gut, mit dem Lagerhaus, das hat auch der liebe Philipp konstruiert, bevor er da letztendlich ausgestiegen ist, wo er ja noch auch ein Highlight für mich unseren ganzen Bau hier in die Luft gejagt hat. Das war nett von ihm. Danke, dass er mir vorhin eine Sicherheitskopie gestellt hat. Der René übrigens, der wusste davon gar nichts. Der hat das auch nicht gesehen. Ich habe ihm das im Video dann irgendwann gezeigt. Da guckt er mich blöde an, aber das mit der Sicherheitskopie hat er dann irgendwann auch rausgekriegt. Ja, das Lagerhaus an sich eigentlich eines der unglaublichsten und streckendsten Projekte überhaupt, wo man dann irgendwann einfach zu faul war, eine untere Etage auszunehmen und deswegen Kisten vor die Tür gestellt hat. Stattdessen haben wir lieber andere Sachen angefangen, die auch sehr zeitaufwendig waren, aber weiß nicht. War halt sehr langweilig. Und die Farm, ja, die werde ich nie vergessen, wie es angefangen hat, diesen zwei hässlichen Gehegen hier und zwei Schafen. Und es war auch alles ein bisschen kleiner, soweit ich mich erinnere. Aber vor allen Dingen die Schafe, die waren für mich... Ach Gott, ey, das war auch ein Highlight. Diese Dinger von der Wüste ganz hinten Richtung Mond gewissermaßen hinzuschaffen. Ah, der Mond hat ein Gesicht, guck mal. Das war auch eine super Sache. Die Reise nach Jerusalem bleibt für mich unvergessen. Und die ganzen Puff-Aktionen hier vom guten René, da habe ich auch teilweise sehr gelachen können, wie er hier immer den Paarungsmaster gespielt hat. Nun denn, unser Häuschen hier konnte man mal von unten im Bett schlafen, das war für mich auch immer sehr schön. Eines der Nebenhighlights, würde ich mal sagen. Ansonsten ist das Bauernhaus eigentlich auffällig unauffällig, weil es ist halt einfach da. So, das Melonenfeld, bis heute das hässlichste Feld, was ich kenne, aber immerhin läuft's jetzt. Gut, dann wollen wir uns aber auch mal ranhalten, immerhin ein Part. Das ist, glaube ich, jetzt schon sehr schwer zu realisieren. Weiter geht's für mich dann beim Creeper King, der über allem thront. Der war mal halb so groß und jetzt inzwischen ist er... Also erstmal war er ungefähr, weiß nicht, auf dieser Höhe. Dann hat der René ihn ungefähr auf diese Höhe gebaut und dann mussten wir noch so eine Krone draufsetzen, damit der Philipp seine Dunkelheit im Mob-Spawner unten hat, in die wir auch nochmal gleich reingehen werden. Aber sowas habe ich, ehrlich gesagt, noch nie irgendwo anders gesehen in anderen Minecraft-Let's Plays. Vielleicht, ich gucke auch nicht so viele, aber das fand ich eigentlich eine recht hübsche Idee von uns. Also so eigentlich mein Lieblingsbauwerk, sagen wir es mal so. Kann man natürlich auch drauf gehen, machen wir jetzt nicht. Wir wollen runter in die Hölle des... In die Hölle des Todes, wollte ich schon sagen. In der René letztens erst, wie auch im Video nachher noch zu sehen, wenn er seine Highlights vorgibt, einen Abflug gemacht hat, schön hier runter. Da sollte mal der Eingang sein zu diesem ganzen Ding. Der Philipp hat das Konzept komplett über den Haufen geworfen. Diese mysteriösen Lichtquellen werde ich auch nicht vergessen. Auch so Nebenhighlights, die man einfach mal erwähnen muss, weil sie da sind. Dann unten, also hier so Konstruktionen wie das hier. Was ist, seit wann ist hier eigentlich Wasser aus dran? Das ist auch mal... Eine gute Frage, meine Lieben. Von da und von da kommt Wasser rein. So, ist auch schon mal eine Baustelle für die nächsten 400 Jahre. Warum? Erstmal und... Ach, ich... Naja. Hier unten auch eine Kammer, die ewig vom Konzept her umgeworfen wurde. Hat der Philipp viel mitgewirkt. Der René hat auch bei der Konzeptumwerfung mitgewirkt. Ich habe da mitgewirkt. Der Mobschredderer eigentlich die unglücklichste Baustelle bisher. Weil die einfach so viele verschiedene Konzepte bilden. Also es war ja der Sinn daran, dass sich diese Baustile vermischen, aber das war einfach nur ein Fall von Sachen, wo wir uns gegenseitig im Weg gestanden haben, wie ich fand. Aber nichtsdestotrotz auch sehr, sehr lustig. Deswegen, möglicherweise sogar. Mann, ey, was haben wir denn hier angestellt? An beiden Seiten fließt Wasser runter, das ist natürlich totaler Quatsch. Vor allem, weil die Monster sind so programmiert, dass die immer oben schwimmen im Wasser. Naja. So, dann sind wir auch schon wieder am Tageslicht. Naja, und in der Tagesnacht.
Wir gehen jetzt erstmal hier entlang zu diesem kleinen Nebenhaus. Hier das Feld, das ist ja auch schon uralt. Warum ich das damals angelegt habe, fragt mich eigentlich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Diese Zuckerrohrsache war eigentlich nie besonders nötig. Ach doch, 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 doch. Da wollten wir doch noch die Bücher für den Enchantment-Raum beschafft. Genau, deswegen habe ich das damals angelegt, aber ernsthaft genutzt, das hat der René es dann leider doch nicht. Ich glaube es zumindest so. Ich habe so in Erinnerung, dass das Feld nie besonders der zentrale Punkt dieser Welt war. Das Haus von Philipp ist auch noch ganz, ganz neu und damit kann ich ebenfalls nicht so viel anfangen, weil es ist ein nettes Lagerhaus, aber es ist letztendlich einfach alles eine Sache der Faulheit, die wir, was wir auch sehr gerne machen, gebe ich auch zu, Sachen hier abbauen und darüber bringen, ist einfach viel schöner, als sie mitzunehmen bis nach da hinten. Man kann sie dann irgendwo rumfliegen und im Notfall kann man dann hinlaufen und sie holen, was aber auch keiner macht. Und hier das Kürbisfeld habe ich letztens noch gebaut, da habe ich noch über meinen Aufruf nachgedacht und habe gedacht, Mann, hat überhaupt nichts gebracht. Kurz danach habe ich 4 Kommentare gelesen. Das war dann für mich so eine kleine Art Belehrung. Seitdem vertraue ich euch Fans wieder. Fans, setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil... Ach nee, ich vertraue euch, ihr seid Fans. Ihr seid Fans. Ja, bestimmt. Gut, und dann zu guter Letzt, was ich hier noch auf Lager habe. Ich gehe jetzt mal nicht in die Mine von mir. Da will ich mich nie wieder rein nach meinem glorreichen Tod vor 40 Milliarden Folgen, den ich da geleistet habe. Ach übrigens, wir hätten ja eigentlich noch... Unten ist die nächste Baustelle, die wir noch machen können. Wenn das Minecraft-Let's Play jemals wieder aufgenommen wird, muss man dem dramatisch dazu sagen. Da sind noch ganz viele Samen drin für das Feld. Und das Feld, ach, da kann ich ja mal so sagen, die einzige und letzte Redstone-Verbindung meines Lebens, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil das war für mich so ein Desaster hier teilweise. Da habe ich dem René noch eine SMS geschrieben im Let's Play, unauffällig, mehr oder weniger, wie denn eine Piston aufgebaut ist, weil ich das einfach nicht selbst auf die Reihe gekriegt habe. Ja, war auch ein tolles Highlight. Wir können nochmal reingehen und uns das hier angucken. Vor allem, als ich es dann 10-fach überflutet habe hier unten, das ganze Teil, in dem ich da hinten rumgebohrt habe. Und da läuft immer noch Wasser rein. Das ist aber geplant, mehr oder weniger. Naja. So, das ist auf jeden Fall eine Sache, von der habe ich jetzt großen Respekt vor Leuten, die vor allem so stark mit Redstone bauen können. Hatte ich eigentlich auch vorher, deswegen habe ich das immer den Philipp machen lassen, aber... Jetzt noch doppelt so viel. Gut, das waren dann auch eigentlich in 10 Minuten im Schnelldurchlauf, muss man jetzt aber auch dazu sagen. Wir haben jetzt längst nicht alles gesehen, wo man von Highlight sprechen könnte. Highlight für mich auf jeden Fall ein negatives noch, wo ich damals in der Höhle gewesen bin, als ich beim René aufgenommen habe und mich dann schön aufs Maul gelegt habe. Was ich verspreche für die Tatsache, wenn das weitergeführt wird, ich werde die ganzen Baustellen, die ich gerade aufgezählt habe, auf jeden Fall beheben. Und da hinten kommt ein Schild von Philipp hin, ist ja klar. Ja, das nehme ich mir aus 260 Folgen Minecraft, aus 260 Folgen Minecraft Let's Play. Diese schönen Erinnerungen an diese Gegend. Ich werde vielleicht auch mal in der Welt nochmal privat ein bisschen spielen, vielleicht das ausprobieren, vielleicht wird es auch so eine Testwelt. Eine Sicherheitskopie werde ich aber natürlich anfertigen. Tja, damit sage ich auch, hast einen schönen Tag. Das war's dann erstmal mit dem Minecraft Let's Play und ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen und tschüss.